Ups, da habe ich mich verklickt. Also, wir wollen jetzt da weiter gucken. Wie viele Gegengifte haben wir eigentlich? Oh, ist das wieder ein Chaos hier. Du bist ein Questgegenstand, du wahrscheinlich auch. Wir haben ganz schön viele Musikinstrumente, fällt mir so auf. Also eine richtige Trompete, ein Horn, ein Muschelhorn, eine Trillerpfeife. Okay, mit einer Fessel kann man nicht so gut Musik machen, aber allgemein. Ah ja, und ein Glockenspiel haben wir auch noch. Komisch, komisch. Verschlüsselte Schrift des Boten kann da auch rein. So, Magiesack. Da können die Münzen rein. 5, 6, 7 Münzen haben wir schon. Es muss auf jeden Fall einen Händler geben, das wäre sonst echt komisch. So, der kann dahin, der kann dahin. Wir haben 1, 2 Gegengifte nur über. Und dennoch 3 in Reserve, wenn ich das richtig sehe. So, Blöcke haben wir inzwischen auch wieder 2, das ist gut. Heiltränke haben wir jede Menge. Können alle mal da in die Ecke. So, sehr viel sauberer sieht es nicht aus, aber ein Anfang ist gemacht. So. Also, hier waren überall Steine, die wir nicht brauchten. Also jedenfalls, genau, Steine und Dreher. Jedenfalls brauchen wir die nicht direkt jetzt. Wenn wir später mal auf ein paar Steinplattenrätsel lösen, kommen sollten, dann kommen wir hierher, nehmen die Steine mit und lösen es damit. Okay. Sowas hat man noch immer gerne. Das haben wir schon recht häufig gefunden, dass es Gebiete gibt, wo einfach diese... Wo einfach riesige Schildkröten aus dem Boden gespawnt kommen. Was ich eigentlich sagen wollte. Dass wir einfach weitläufige Gebiete haben, wo plötzlich Mana-Tränke auf dem Boden liegen. Also Mana-Kräuter, ja, aber trotzdem. So, du stirbst jetzt schnell, weil du mich erschreckt hast. Genau, du stirb. Ja, ich glaube, diese Kröte vorhin, die an der Ecke gelauert hat, die war irgendwas Besonderes. Weil die hat wesentlich mehr Schaden gemacht und hat auch mehr ausgehalten als die hier. Und die davor. Na gut, Mana-Trank. Eine wahrhaft widerwärtige Abart. So einen Baum habe ich noch nie gesehen. Oh? Das Holz lässt sich nicht schneiden. Oh, denn ist der Ast hier gar nicht der Ast, den wir brauchen für die Kiste? Davon bin ich irgendwie ausgegangen. Also in unserem Rezept mit den 7 Gegenständen, die wir brauchen für die Kiste, war ja einmal ein Ast des toten Baumes oder so. Ich dachte, die Zone toter Baum wäre gemeint und da haben wir ja von den Druiden das da bekommen. Okay. Was machen wir jetzt mit dir? Na gut, speichern wir mal kurz ab. Nicht drucken, nicht drehen, ich will speichern. Neuer Slot. Speichern 42. Na gut, dann werden wir wohl einfach mal schauen. Ich höre schon wieder so einen Godzilla-Frosch. Genau du, Godzilla-Frosch. Stirb. Aber ja, jetzt werden wir irgendeinen Gegenstand suchen müssen, mit dem wir was schneiden können. Also wahrscheinlich irgendeine magische Axt oder... Ja, was anderes fällt mir auch nicht ein. Vielleicht eine Sichel. Obwohl ein Baumast mit einer Sichel abschneiden... nee. Also ja, wahrscheinlich eine magische Axt. Ja, du bist auch gleich tot. Schön, schön. Jetzt schauen wir uns schön zu Ende hier oben, ob irgendwo Mana-Tränke rumliegen. Oh, oh, oh. Achten schön auf unsere Lebenspunkte. Die sollen ja auch nicht so weit runter. Na gut. War jetzt nicht die beste Heilung, aber... Oh, das ist ja richtig ein Froschparadies hier. Oh. Ja, zwischendurch landen die ganz gute Treffer. Also diese Terrorwarzen, die er da auf seinem Rücken hat.
Wahrscheinlich ist der Frosch selbst ein ganz lieber und will nur kuscheln, aber seine Anhänger sind total aggro. Genau ihr. Wahrscheinlich werden wir gleich ein, zwei von den Mana-Tränken, die wir hier gefunden haben, schon benutzen müssen. Schade, schade. Frosch? Heute ist echt kein Tag zum Aufnehmen. Ich wurde schon zweimal gestört. Das ist echt ärgerlich, weil ich konnte jetzt ja die ganzen Tage nicht ordentlich aufnehmen, weil ich ja krank war. Und nur einmal habe ich zwischendurch eine Doppelfolge aufgenommen, Anvil of Dawn. Und jetzt, wo ich endlich wieder Zeit habe, stören mich alle. Aber naja, kann man nicht ändern. Real Life gehört irgendwie ja auch dazu. Oh, noch eine Riesenkröte. Stirb, stirb, stirb. Und ja, während ich verzweifelt nach dem Handy gegriffen habe, um den Ton auszumachen, habe ich auch noch Mana verbraten. Deswegen haben wir da jetzt noch mal volle Mana für einen Wirbelsturm. Ja, mitten in die Pampa geschossen, ohne dass er irgendwas gebracht hat. Ja, demnächst sollten wir auch ein Gegengift trinken und ein bisschen hochheilen. Dass die immer so schnell weglaufen können teilweise. Also irgendwie ist die KI komisch eingestellt. Mal sucht sie direkt den Kampf, mal bleibt sie einfach stehen und manchmal läuft sie einfach so schnell wie möglich weg, egal wie viele Lebenspunkte sie haben. Oder ob die zu viert gegen mich kämpfen könnten oder... Ja, ist echt komisch. So, mal wieder ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehen. So, jetzt sind hoffentlich alle Kröten tot. Gucken wir mal erstmal rechts rum. Das sieht ein bisschen verwinkelter aus. Noch mehr Steine. Ich habe gerade wieder einen Teleporter gesehen. Ja, die haben mich ein wenig traumatisiert. Also diese... zwei Dutzend oder was, Teleporter da hinten. Oh, oh, oh. Da nehmen wir doch mal zwei Mana-Tränke. Heilen ein bisschen hoch. Genau, und du folgst uns. Du bleibst nicht in der Ecke stehen wie dein Kumpel da hinten. Die kriegt irgendeinen komischen Eckenbonus. Ich weiß auch nicht. Na komm, machen wir es mal wieder so. Wenigstens beim Sterben zu gucken. Ach, oder uns beim Sterben zu gucken, weil ich nicht auf die Lebenspunkte achte. Also unsere Lebenspunkte. Nö, nö, nö. Ja, wie gesagt, ich achte nicht so sehr auf unsere Lebenspunkte. Aber das hat ja gerade noch gereicht. Komm schon. Oh, wir sind in die Ecke gedrängt. So, was hast du bewacht, komischer Frosch? Ein Mana-Trank, zwei, drei, vier Mana-Tränke. Ja, es hat sich doch gelohnt. Zwei verbraucht, vier bekommen, fünf bekommen. Ist ein guter Schnitt. Sechs bekommen. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt da zurück. Und rechts rum. Oh, warte mal, was für ein Horn war das jetzt genau? Das war ein Horn des Durchgangs. Ich probiere das jetzt einfach mal bei dem Baum. Weil es ist ein Questgegenstand und der Baum ist auch so eine Art Questgegenstand. Einfach mal testweise kombinieren. Nö. Nix. Na gut. Dann wieder ein Schild in die Hand. Und im Norden erforscht. Wow. Das ist ziemlich hoch. Ziemlich, ziemlich hoch. Ah, jetzt sind wir auf dieser Hand oben drauf, die wir auf der Oberlandkarte gesehen haben. So, Waffenfertigkeiten. Stichwaffen können wir nicht mehr. Okay.
Fernwaffen. Da wir nicht zaubern können, jedenfalls nicht wirklich gut, nehmen wir doch mal Fernwaffen. Fertig. 3 Magiestufen. Fleisch ist voll. Ja, Magierlehrer haben wir schon angefangen, auch wenn wir da nicht wirklich viele Zauber draus benutzen. Aber ballern wir mal Punkte rein. Ich bin weit für diesen Anblick gereist. Hier also hat mein Feind seine Festung erbaut. Hat er das? Wo sind wir denn? Wir sind da. Und er guckt nach Osten. Burg des Bösen. Da ist also der Kriegsherr drin. Ganz schön nah an uns dran. Irgendwie zu nah, wenn man bedenkt, dass hier noch überall Dungeons sind, wo wir noch nicht drin waren. Kann man hier noch irgendwo irgendwas machen? Da geht's zurück. Da hat man eine Aussicht. Und das war's. Also wahrscheinlich können wir später hier irgendeinen Gegenstand benutzen. Testweise mal kurz die Tröte. Nee. Also später können wir wahrscheinlich irgendeinen Gegenstand hier benutzen und können dann direkt zu der Burg von dem Kriegsherrn reisen. Aber gut, wieder runter. Was ich vorhin sagen musste, bevor ich von dieser irre langen Treppe unterbrochen wurde, was ich sagen wollte. In den Kommentaren habe ich gelesen, dass ich eigentlich noch gar nichts hier zu suchen habe. Also jenseits der Narbe. Dass man erst hierher gehen soll, wenn man alle Gegenstände hat. Das verstehe ich aber nicht ganz, weil ein Gegenstand ist ja schon hier. Aber, na gut. Oh, so einen kleinen Stein nehmen wir mit. Können wir eigentlich von hier aus auf die Hauptkarte gucken? Nee, ne? Schade. So, noch eine Kröte, noch mehr Mana-Tränke. Aber das wird eng mit unseren Lebenspunkten, unseren Mana-Punkten. Ultra-Vorsichtig-Modus. Oh. Na gut, wozu haben wir die ganzen Tränke, wenn nicht zum Benutzen? Schlucken wir mal davon 2 und davon ein. Und wo ist unser Stab? Da. Und heilen uns mal hoch. Also ja, das verstehe ich nicht ganz, die Aussage. Eigentlich soll man erst alle Gegenstände sammeln und dann über die Narbe gehen. Aber so viele lose Enden haben wir gar nicht mehr, glaube ich, jenseits der Narbe, also auf der anderen Seite. Wow, auf der anderen Seite. Also ja, in der Burg gibt es noch eine Tür, wo wir nicht drin waren. Und in dem Turm. Im Turm haben wir immer noch den Gargoyle, wo wir nicht weiter kamen. Nein, 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 ich will abbrechen. Ja, das war all unser Mana. Nicht gut. Gegengift oder kein Gegengift? Ja, komm, Gegengift. Hoffen wir mal, dass wir nicht so viele Vergifter mehr treffen. Und dann speichere ich hier mal ab. LP 42.